Gut, zweimal habe ich. Gut, kommen wir damit. Kampf am Start war okay, nur war 2 Minuten sowas. Ich habe gut 2 Low-Kicks gegeben. Nach zweiter Low-Kick, er versucht das runterholen. Er hat geschafft. Ich habe aufgestanden und auf einmal Knie im unten und ich war kaputt von diesem Schlag. Sehr viel Schmerzen, sehr Katastrophe, brutales Knie im, wie heißt es, auf schöner Deutsch, so Unterleib. Und ich konnte nicht weitermachen, weil Bauchschmerzen, Beine weg, Fokus, Konzentration. Ich will nur, dass ich liege auf Bett. Und der Punktrichter hat gesagt, dass ich, ich habe Zeit, so was, keine Ahnung, 5 oder 10 Minuten. Danach in Umkleide, nach einer Stunde geht es mir ein bisschen besser. Kampf ist no contest. Ich war 110% bereit, alles richtig gemacht, alles super. Ich will zeigen auf Amazon Prime, auf One, auf Fans in Amerika, in Europa, sowieso Asien. Ich will zeigen, gute Performance. Ich war sehr, sehr bereit, aber mach mir weiter das. Und so ist Sport, was kann machen. Ich kann nicht Risiko machen in diese Level of Kampf, keine Fehler machen und das passiert. Keine Ahnung, er macht das extra oder er kann viel Emotion oder Unkontroll. Und mein Tiefschutz war noch, keine Ahnung, war immer gleiche. Ich habe nie gedacht, dass das passiert, sowas zu mir, weil ich kämpfe seit, keine Ahnung, 10 Jahren und sehr, sehr Katastrophe, Erfahrung, Katastrophe. Alles. Möchtest du mit Murat Rückkampf oder wie soll es ja weitergehen? Ja, Rückkampf sowieso muss machen. Wenn One sagt ja, dann machen wir Februar, März, Mai, April, keine Ahnung, und gucken wir. Mal, was sie wieder machen. Ne? Müssen immer. Ja, ich habe die Nacht drüber geschlafen. Ja, ich muss sagen, Roberto hat den Kampf gut begonnen. Hat schön den Low-Kick gehabt. Und danach hat Murat ihn runtergeholt. Allerdings ohne jetzt besonders ihn kontrollieren zu können. Roberto hat dann über Butterfly und Underhook ihn mehr oder weniger isoliert. Make a knee now. How? How can you make a knee? Where would the knee go? Look out. No, working in, only in the balls. Am Käfig hochgekommen. Ja, und dann kam in der Situation, konnte eigentlich Murat nichts anderes machen. Hat unverständlich dann diesen Kick gegeben. Ivan Hippolyt hat schon gesagt, also the way the guy did it, from the angle, he could not make a knee. And every professional fighter knows that the way the situation was, if I throw a knee, it might come 100% in the groin of the opponent. Ein Striker oder einer, der jetzt, sage ich mal, ein wenig Striking-Erfahrung hat, würde halt nie diesen Kick nie ansetzen, weil er kann dann halt nur in die Weichteile gehen. Ja, hat eigentlich alles dazu gesagt. Das ist es. Germany, Lecker Mitchell. Lecker Mitchell. What is Lecker Mitchell? Nice body, huh? Nice girl. Nice girl, yeah. Nice girl. Nice girl. Good job. Germany. Yeah. But brother, the people don't see our grappling match. We will fight in the cage with camera. With no fans, but the fans will see it on the YouTube video from Fight One. One round boxing, one round grappling, and one round MMA. Yes, yes. Da das nicht offiziell ist, setze ich auf Ivan. 50 Euro. Brother, he bet on me 50 euros.
But we make 100%, not like joke. 100%? 100%, full fight. We start with boxing then, with kickboxing. Okay. I will bet 100 euro on you. Good. He's a smart guy. I bet my houses on this guy. Easy money, easy money. I think 20 seconds. But watch out. Boxing, if you start boxing, put more money. This guy dangerous in boxing, bro. Put your money. Oh, Josh, not going to slick it. Das ist normales Bild für Video. Du musst sagen, die Seiten wechseln. Me and my. Okay. Fuck you, Mr. Hunt! Fuck me! Hey, this is crazy! Of course! Fuck you! We got it better! Hey, what's this? Takedown? Huh? Takedown? Hey, surprise! Unsurprise! Brother, hey! Street Roots, brother! Gut? Das war für die deutsche Community. Als Abschluss, aber den Kampf kriegt ihr noch. I think, hey, you will kill me in the fight. Will give me everything to 200% back, huh? Surprise, bro! Yes, brother. That was it, right?